Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Wenn man hier Latenna getroffen hat am Anfang, kann man sich später einen dunklen, uralten Drachenschmiedestein besorgen. Und dafür muss man einmal mit ihr sprechen und dann ins Dorf der Albinaurix und dort die eine Hälfte des geheimen Medaillons holen, womit man zum Halligbaum kann. Das gibt's hier oben beim Albus. Hier ist der Albus, der versteckt sich immer in diesem Topf. Komm raus. Ja, alles gut. Wieso habe ich eigentlich gerade doppelt einen goldenen Fuß? Aber wenn man ihn mit ihm dann spricht, dann kriegt man hier die Dingsbombs, die rechte Seite, und die zeigt man jetzt Latenna. Und so kriegt man direkt am Anfang Latennas Asche. So, jetzt kann man ihr das zeigen. My apologies for my coursework. I presume the worst. I hope that you... The medallions. Would you consider doing... I must go back. There is something I must do. Will you show me the way? If you accept... I have the whereabouts of the medallion. Thank you kindly. They say the other half of the medallion... Castle Soul. Then I suppose it's time... Farewell, Lobo. I will go with the... Forgive me, Lobo. Asche von Latenna der Albinaurix. So. Und jetzt müsst ihr die ganze Story spielen. Komplett, bis ihr in den rechten Bereich vom Berggipfel der Riesen kommt. Und dann Schloss Sol, den Endgegner besiegen. Den Nil, oder wie der heißt. Und dann kommt man nach links. Und wie ihr seht, muss ich auch die komplette Story einmal durchspielen. Und wenn ich dann da angekommen bin, dann geht's in der verfallenen Ruine der Abtrünnigen weiter. Kommandant Nil besiegt. Und hier findet man dann die zweite Hälfte vom Medaillon. Jetzt geht's wieder zurück zum Aufzug von Rolls. Dahin. Dann muss man das Geheimmedaillon einsetzen und dann bis oben zur Kirche laufen. Latenna sollte ja schon einmal jetzt mit euch gesprochen haben und euch gesagt haben, dass in Schloss Sol die zweite Hälfte ist. Und jetzt müssen wir zur Kirche. Eigentlich, wenn jemand fragt, wie komme ich zum Halligbaum oder in das linke Schneegebiet, kann man einfach sagen, mach die Questline von Latenna, dann kommst du ganz automatisch dahin. Nicht wahr? Ah, guck mal, da ist sie schon wieder. It is I. Was? Odina? Dann hört man sie nicht mehr. Okay. Sie hat schon wieder einen kleinen Hint gegeben mit Ordina, ne? Dass man, dass irgendwas in Ordina stattfindet, ne? Keine Zeit, my friend. Oh, oh. Ja, hier kann man runter. Hier ist die Kirche, wo ihr hin müsst. Alter, das ist laut hier. Mal kurz rasten, vielleicht hört er dann auf, die ganze Zeit zu schießen. Alter. Okay, ja, dann beruhigt er sich. Aua. So, und wenn ihr dann hier bei ihr seid, hier, Latenna herbeirufen. Latenna herbeirufen, machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Das ist für mich auch, ne? Habe ich noch nie gemacht. Da kommt dann Latenna.
birthing droplet in and create life for us, for all the Albinorix. Thank you. I finally fulfilled my purpose. Da ist er! Uralter Drachen Dunkelschmiedestein. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür die Große da ist. Okay, was heißt das? Geht das dann doch noch weiter bei Lobo? Ich weiß es nicht. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. So kriegt ihr noch einen uralten Dunkeldrachenschmiedestein und so kommt ihr ins linke Schneegebiet. Einfach die Questline von Latena machen und dann würde ich sagen, like das Video und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.